Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Döner-Tour durch Berlin, Kudamm. Mit am Start Burak, Jackson, Jones, 507 in the building. Das war so ein Schmatzer, Alter. Ich bin sehr gespannt auf den Sadies Döner heute. Mit am Start Gökhan, Jackson. Komm ich rein, Kost? Viele von euch kennen diesen Laden durch TikTok und diesen jungen Herrn hier. Herzlich willkommen, mein Freund. Schön, dass du da bist. Ich bestelle mir gleich 10 Döner mit Liebe. Meine Liebe ist immer mit dir, mein Bruder. Im berühmtesten Dönerladen Deutschlands. Wir sind sehr, sehr gespannt auf deinen Döner, weißt du, ne? Ja, kleinste Dönerladen in Europa. 3,7 Quadratmeter hier drin. Kräuterscharf. Willst du nach der Schärfe einen leichten, süßen Nachgeschmack erhalten? Das ist unsere spezielle Currysoße. Nach der Erschwernis folgt die Erleichterung. Ja, Bruder, du bist ein Entertainer durch und durch. Ich sag dir, wie es ist. Ich zeig dir mal, was wirklich Liebe ist. Unser Döner mit Herz. Wenn euch was nicht passt, kommt ihr zurück. Wir machen Anzeige gegen diesen Mann. Weißt du, was bei manchen das Fehler ist? Sag die mal. Klatschen einfach so, so, so und das war's. Aber das sollte man wirklich mit Liebe überall verteilen. Ja, oder? Damit in jedem bis auch gleiche, ungefähr gleiche Geschmack. Sumak, weißt du, ist der Cousin von Zwiebel? Ja. Mein Lieber, bist du bereit? Ja. Ich brauch kurz dein Herz. Mein Lieber. Und wenn ich den Döner esse, ist mein Herz wieder da. Genau. Wo ist der Vorwand? Zweimal Bomba. Jawohl. Und natürlich das für euch. Wir sind da, meine Damen und Herren. Unser Döner mit sehr viel Liebe. Das war auf jeden Fall die beste Döner-Zubereitung, die ich hatte. Schmeckt besser als anders? Schmeckt das besser als anders? Guckt euch mal dieses Vollkornbrot an. Du hast den kompletten Salat. Du hast hier komplett Fleisch und du weißt, wann du was abbekommst. Die hauseigene Currysoße, 10 von 10. Der Dönermann ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der macht sehr, sehr viel aus, Alter. Weil wenn du zum Beispiel irgendwo Döner essen gehst und der Dönermann gute Laune hat und gute Laune verbreitet, hast du automatisch auch gute Laune und das wirkt sich auch aufs Essen aus. Ich kann es nicht fassen. Er schmeckt wirklich nach Liebe. Unsere Kudamm-Tour geht weiter. Hakiki darf auf eine Food-Tour nicht fehlen. Ey, Mann, wirklich gerne mit mir jetzt, ne, Kräuter. Scharf. Scharf. Sarumsak. Und Knoblauch. Knoblauch. Auf. Guckt euch das an. Jawolla. Bisschen Zitrone. Palamo ist der Wende ist er. Wir sind doch da. Schaut euch an. Genau hier? Okay, genau hier? Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Genau so muss ein Berliner Döner schmecken. Genau so muss ein Berliner Döner schmecken. Hakiki ist der typische Berliner Döner. Hakiki ist der typische Berliner Döner, meine Damen und Herren. Embük Beştaş. Embük Cimbom. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Wow! Der nächste Laden, den wir besuchen, Babas Döner. Bei Massiv. Das ist ein Ghetto-Lied auf einem Ghetto-Beat. Komm nach Wedding und ich zeig dir, wo das Ghetto liegt. Das erste Mal Massivs Döner. Das ist ein Ghetto-Lied. Komm nach Kudamm. Und ich zeig dir, wo der Döner liegt. Ich zieh den Knoblauch in der Mund. Ey, der Döner kann was. Der Döner ist ganz okay. Ich habe schon bessere Döner gegessen, aber auch schlechtere. Er liegt so im Durchschnitt, Bruder. Also er ist jetzt nicht wow. Unsere nächste Station, Hasser Restaurant in Kudamm. Und hier gibt es den besten Iskender, den ich in Berlin je gegessen habe. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Guckt euch diesen Juicy Juice Juice Iskenderius an. Locum Iskender. Wenn der Mund um meinen Iskender kracht. Was machst du? Suppe? Ich brauche eine Pause von dem ganzen Fleisch. Du trinkst jetzt wirklich Suppe nach 4 Döner? Das ist Locum Iskender, also Iskender aus Steakfleisch. Back. Ich kenne Burak in- und auswendig, er wird sein Mutter. Boah. Guck dir mal an, wie saftig dieses Fleisch aussieht, Bro. Auf Jesus. Das ist einer der besten Iskender nach Bursa, die ich hier gegessen habe, Bro. Das ist bis jetzt mein bester Iskender, was ich gegessen habe. Biber auf Iskender, Brot auf Biber, Joghurt aufs Brot. Stehst du so rein, Bruder? Wenn das ist perfekt geklappt hat, ist dieses Kind. Welche den hat Jones verdient? Das beste Eis der Welt. Ja, gute Werbung.
sehr leckeres Eis. Das machen Sie selber? Ja, machst du ein Interview jetzt, ja? So einfach im Ring Eis essen, ja? Ey Jones, in Kudamm gibt es einen M&M-Laden. Echt, ja? Hadi, go. Komm, ich bring schon. Hadi. Was sind wir hier? Wow. Ich fühle mich wie in Amerika. Bruder, wo sind wir denn hier gelandet? Guck doch mal diese ganzen Sorten an, Alter. Ach du Scheiße, wie krass ist das? Wir machen unser eigenes Gesicht auf unsere M&M's drauf. Oh nein, ich will aber Jones Nase nicht essen. Oh, boom. Aha. Oh shit, es geht los. Jones, ich sehe deine Nase von hier, Bruder. Alles klar, Digga. Er sagt gerade, ich hab dich an deiner Nase erkannt von Weitem. Bei uns ist nicht 9 Euro Ticket, bei uns ist 18 Euro Ticket mit der Nase, weißt du? Ich mache ein Bild von euch vier natürlich. Wir probieren jetzt unsere eigenen M&M's. Aha. Ja. Hä? Hä, Digga? Ohne Spaß, das sind die besten M&M's, die ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe, oder, Bruder? Warum aber? Wow. Der nächste Laden, den wir besuchen, Fancy Donuts. Bruder, guck dir das mal an, Alter. Ich werde so reinbeißen, dass ich eine Himbeere, einen Giotto und den halben Donut esse. Ach, das ist gefüllt. Das ist offiziell eine der süßesten Sachen, die ich jemals bei dem gegessen habe. Vielleicht willst du gerade reinbeißen, Bruder. Wie? Das ist kein Donut, aber. Das ist ein Donut. Gökhan geldi. Düzenin genç evladı mit einem Flamingo daneben. Come and buy the tea, you know? Yes. Bubble tea, strick mein und white tea, brandneue Nikes. Ey Gökhan, was willst du trinken? Wenn wir das Namur erleben, ja? Spaß beiseite, habt ihr schon mal so eine Teemaschine gesehen? Wow. Ich habe Green Tea mit Pineapple und Litchi. Ja, das Namur ja yok muydu ya? Murat mı yok? Murat mı yok? Ehrlich, das ist gar nichts für mich, Bruder. Ich bin euch ehrlich. Ja, liebst du fancy, assortig şeyler, çok seviyorum ya. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Ja, natürlich, Bruder. Hast du ein Nana Jindawi Trikot? Ja, Bruder. Zeig mal. Stark, Bruder, stark. Also ich möchte einmal Rosin grüßen. Ich weiß, dass sie Ozan sehr feiert. Und Mert. Ich grüße Rosin und Mert. Willst du ein bisschen Tee probieren, Bruder? Nein, Bruder, alles gut. Alla, probier lieber, es schmeckt Bruder, ich nicht. Ich hab Corona, lass Holla? Nein, Spaß. Wir kommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ja, Bruder, ich hatte bösen Spaß. Beste Video, Holla. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr aus Berlin sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.